Jawohl, er ist wieder da. Der amerikanische Markt ist zurück. Schön, dass die Amis wieder da sind, denn es ist weniger langweilig und die Märkte bewegen sich deutlich schneller. Für den Nachmittag bisher ist das eine deutliche Aufwärtsbewegung und damit ist das Bild, was ich gestern so ein bisschen angedeutet habe, naja, wenn das jetzt hier so läuft, hier irgendwo den Dreh bringt, dann würde ich sogar die Short-Seite ganz klar bevorzugen, aber er hat hier keinen Dreh gebracht. Im Gegenteil, alle Rücksetzer, die wir hier hatten, waren relativ wackelig. Der einzige war dieser hier. Wenn man genau hinguckt, sieht man aber auch, dass das hier korrektiv war, also weil überschneidend. Insofern noch nicht so wirklich der Burner. Spielt aber auch keine Rolle, weil jedwede Gegenbewegung eben nicht wackelig war und vor allen Dingen nicht getriggert wurde. Also wer hier gehofft hat, dass man hier irgendwas getriggert hat, das hat er nicht getan. Dementsprechend aktuell die Aufwärtsrichtung. Ist das jetzt also ein gutes Zeichen? Naja, wenn wir den S&P mal verlassen, den Nasdaq angucken, das Bild sieht ähnlich aus. Grundsätzlich hier vorne war es natürlich noch hässlich. Auch hier ist es, noch nicht so richtig schön. Da sieht es beim Dow Jones schon besser aus, denn wir hatten zwar hier vorne die große Korrektur, dann sind wir hier relativ deutlich nach oben gelaufen. Wenn die nächste Korrektur oberhalb dieser Marke bleibt, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Für diejenigen, die das jetzt nicht gut erkennen können, machen wir das Ganze nochmal in groß. Das Hoch, was ich jetzt angesprochen hatte, liegt beim Dow Jones Future wohlgemerkt, beim Hoch vom 17. Juni abends gegen 9 Uhr und das lag bei 30.137, so roundabout. Da könnt ihr ungefähr verorten, war das hoch und wenn der Kurs da idealerweise nicht mehr runtergeht, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Denn irgendwann runterkommen wird er und sei es nur in einer Korrektivbewegung und anschließend sogar nochmal hoch. Ja, aber wie passt denn das zu dem Long-Bild, zu dem Short-Bild, was wir hatten, also zu der Abwärtsrichtung? Naja, wenn ich mir hier im 4-Stunden-Chart dies angucke, die Bewegung, das hatten wir ja mehrmals hier schon mal so angedeutet, so. Und hier ist jetzt halt die Frage, ob das jetzt den dauerhaften Dreh nach oben gibt oder ob wir nur einfach in unsere Lieblingszone hier reinlaufen und danach wieder umdrehen. Machen wir das nochmal in groß. Diese letzte Abwärtsbewegung, das ist vom 30. Mai morgens bis zum 17. Juni, auch morgens, glaube ich, war das hier so halbwegs, nachmittags hier sogar, siehst du. Also diese Abwärtsbewegung, dann erinnern wir uns, dass Rücksetzer in diesem Bereich ja durchaus normal sind und wenn dieser Rücksetzer in einer korrektiven Form ist, dann wäre das definitiv nochmal ein Punkt für die Shortseite. Vorläufig allerdings sieht es so aus, nachdem das jetzt eben nicht mehr so super korrektiv ist, also korrektiv ist zwar dreiwellig, noch sind wir dreiwellig, aber nachdem der so lang ist, wäre der nächste Short-Trigger hier. Und das ist so weit weg, dass wir im Moment die Short-Seite wahrscheinlich nicht so sehr im Fokus haben. Das Tief, was hatten wir hier nachts am 20. Juli, Juli vor allen Dingen, Juno, hier bei ungefähr 29.745 wäre der entsprechende Punkt. Also, zusammengefasst kann man sagen, dass eigentlich bei all diesen Indizes aktuell die Aufwärtsrichtung doch noch den Hintern hochgekriegt hat. Das ist nicht super schön, aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir hier vorne haben. Und für all diejenigen, die jetzt gesagt haben, boah, jetzt haben wir das verpasst, weil wir alle so negativ drauf waren beispielsweise. Ja, theoretisch ist das ein Einstiegspunkt mit dem ABC gewesen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Trade, für diese Standardeinstellung, die ist einfach nicht groß genug. Das heißt, wir werden regelmäßig Trades verpassen. Viele wünschen sich ja, Mensch, sag doch genau, was der Kurs als nächstes macht. Das weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auf der Welt auch. Das weiß weder die Charttechnik noch die Fundamentalanalyse Glaskugeln wissensbedingt, ansonsten nur die Zeitreisenden. Aber was wir natürlich sehen können ist, lohnt sich im Vorhinein unter Abwägung der Risiken und der Wahrscheinlichkeiten der Einstieg ja oder nein? Und der Einstieg hier auf dieser Marke hier war jetzt im Nachhinein, wäre das okay gewesen, hier eingestiegen zu sein, aber aus rationaler Sicht mit der Vorgeschichte, mit den Kursüberschneidungen und diesem erwartbaren Chance-Risiko-Verhältnis in der Mindestzielhöhe, seht ihr schon, das macht nicht so viel Sinn, selbst wenn man den Stop, entschuldigt hier,
noch hinterherzieht, ist das nicht ganz optimal. Da komme ich sogar noch ins Husten. Also insofern der Anstieg jetzt, oh, schade, den haben wir verpasst. Wer jetzt auf ganz kleiner Ebene gesehen hat, dass das jetzt zwischendurch eher korrektive Bewegungen waren, der konnte da ja zwischendurch mal long gehen, Schub hoch, wackelig runter. Das ist aber alles in der Vergangenheit, soll euch aber zeigen, dass wenn ihr sowas hier seht, beispielsweise auch hier hinten irgendwann, ihr natürlich das weiterhin nutzen könnt. Also wenn ihr sowas hier seht und sowas hier und dann der Kurs das bricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest nochmal ein Stück nach oben gehen, relativ groß, ist die Einladung für heute Nachmittag. Solange es die starke Richtung nach oben zeigt, noch ist das hier der Fall, und die Abwärtsrichtung schwach ist, das weiß ich nicht, im Moment sehe ich ja keine Abwärtsrichtung, das heißt mit Kursüberschneidung, das heißt mit möglichst vielen Überlappungen von Gegenbewegungen, je mehr, desto besser, desto mehr ist das ein Zeichen für die Korrektur oder eben, wenn es dreiwellig ist, da ist nicht viel Überlappung da, da ist nur eine Gegenbewegung, die kann schlecht überlappen, mit was denn, aber dann haben wir zumindest Klarheit, das ist korrektiv, Brüche würden eigentlich die Fortsetzung hier andeuten. Zielrichtung für nach oben generell, nicht notwendigerweise heute Nachmittag, um Himmels Willen, denn ich muss sagen, wenn ich so eine lange Anstiegsstrecke sehe, dann kommt mir eher schon in den Sinn, oh, kommen wir mal wieder runter, so langsam, also damit müssen wir rechnen, aber vorläufig ist es wohl eher die Long-Seite, da sieht man, dass da das viel länger ist als das. Und für all diejenigen, die das gerne auch mal messen wollen, könnt ihr das Ganze natürlich auch ein bisschen Fibonacci-mäßig mal aufbereiten. Das machen wir mal hier. Und wenn ihr seht, ne, das habe ich jetzt falsch geguckt. Hier, den wollte ich zeigen. Hier von diesem Tief hier bis zu diesem Hoch hier. Wenn ihr das nicht seht, das ist 17. Juni, der erste Anstieg dann hier. Und dann seht ihr, bis 100%, das ist das typische Mindestziel. Und je mehr es drüber hinausgeht, desto weniger relevant sind die Short-Szenarien und desto eher ist zu erwarten, dass sowas, was wir hier vorne haben, hier irgendwann wieder passiert. Und wenn denn dieser Punkt hier höher ist als der, sind wir ja sogar überlappungsfrei und ist das bullische Szenario nach wie vor intakt. Also, das, was ich in dem übergeordneten Video gestern noch gebracht habe, ich hoffe, ihr habt es euch alle angeguckt, ich gehe da jetzt nicht nochmal drauf ein, das, was wir da angeschaut haben, ist möglicherweise jetzt wirklich in Play. Wir haben die realistische Chance und das, was die Indizes aktuell zumindest mal andeutungsweise hier zeigen, ist nicht das schlechteste Szenario. Aufwärts hat also nochmal Chancen bekommen und Intraday, wie gesagt, achtet darauf, solange die Bewegung nach oben ist, ist das ein ganz gutes Zeichen. Gucken wir ganz am Schluss nochmal auf den DAX. Hier, da sehen wir natürlich auch erster Anstieg, dann hier war irgendwie eine große Pause, dann jetzt wieder nächster Anstieg. Ich weiß nicht, bleibt der konfliktfrei? Je weniger überschneidend, desto besser. Ich muss allerdings sagen, dass der DAX, zumindest mal was wir hier sehen, die letzte Bewegung eher stark nach unten hat. Und wenn er jetzt hier wackelig nach oben geht, dann ist mir völlig wurscht, was die anderen sagen. Dann ist das für mich vorläufig ein Short-Signal. Und zwar nicht, weil ich ganz sicher weiß, dass das passiert, sondern deshalb, weil ich sehen kann, dass diese Gewinnseite, die Mindestgewinnseite, nämlich diese Seite, nochmal hier nach unten projiziert, die ist sogar noch größer, als ich sie gezeichnet habe, also weil ich weiß, dass diese Gewinnseite deutlich höher ist als die Verlustseite, das heißt, egal ob das beim einen Trade funktioniert, in der Summe von mehreren Trades bringt das eben einfach deutlich mehr Gewinne, als es Verluste und es gehört eben oder passt in dieses typische Verlaufsmuster. Soweit die Ideen dazu. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterhilft. Ich weiß, das ist verworren, das klingt eigenartig und ich weiß, dass viele sich wünschen, sagt doch mal, was macht der Kurs als nächstes? Das weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen, das sagt auch der Chart nicht. Der Chart kann mir nur sagen, ob Wahrscheinlichkeiten eher in unsere Richtung oder entgegengesetzt deuten und ob sich der Trade unter Chance-Risiko-Relationsbetrachtung tatsächlich lohnt oder eben nicht. In diesem Sinne, schaut euch gerne auch das übergeordnete Video nochmal an, den Link, den habt ihr bekommen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, deshalb, wer es noch nicht gesehen hat, einfach nochmal da einen Blick drauf werfen. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.